Hier drüben haben wir mit diesem Stahlbau ausgesteift, weil sonst die Außenwand in die Baugrube hineinfallen kann. Wow, Wahnsinn, Wahnsinn, unglaublich. Wir schneiden in den Bunker ein großes Loch, um darin dann einen 150 Meter Turm zu bauen, mit Lasten. Die seitlichen Verbauwände, die müssen gehalten werden, was aber hier in der Gegend so ein bisschen schwierig ist. Auf der Seite haben wir den U-Bahn-Tunnel U2. Der liegt ungefähr 10 Meter Höhe von diesem Punkt aus. Ich finde das eine Katastrophe. Lassen wir uns von privaten Bauherren hier die U-Bahn zerstören. Das geht gar nicht. Also unerhört, ja. Echt. Nee. Im Frühjahr 2022 geht es rund auf den Baustellen am Alexanderplatz. Tausende Tonnen Sand werden ausgehoben. Hochkomplexe Technik kommt zum Einsatz, um die Fundamente der neuen Hochhäuser sicher im Boden zu verankern. In den kommenden Jahren sollen hier mindestens 3, vielleicht sogar 4 Türme in den Himmel wachsen. Was schon in den 90er Jahren geplant wurde, nimmt jetzt Gestalt an. In unmittelbarer Nähe des rund 100 Jahre alten U-Bahnhofs Alexanderplatz baut der französische Immobilienkonzern Covivio einen 130 Meter hohen Turm mit einem Sockel. Ayhan Açıkalın ist einer der Projektleiter für diese Baustelle am Platz. Bevor er in die Tiefe geht, muss der Ingenieur die Betonwände der Baugrube mit einer Stahlkonstruktion sichern. Wir haben ja von außen einen Erddruck. Wir müssen ja von innen noch ein Gegengewicht sozusagen an die Wand pressen, damit die Wand uns nicht einklappen kann. Und dafür werden diese Stahlrohre an die Wand verpresst. Und erst dann, wenn der Ring geschlossen ist, kann man mit dem Erdaushub weiter fortfahren. Tonnen spezieller Stahlrohre werden seit Tagen angeliefert und eingebaut, um die Baugrube zu sichern. Auch die umliegenden Bestandsbauten und die U-Bahn sollen so vor Schäden geschützt werden. Eine weitere Gefahr: die leere Baugrube könnte vom Grundwasser nach oben gedrückt werden. Um das zu verhindern, muss Ayhan Açıkalın den Betonboden gründlich im Erdreich befestigen. Wir sind gerade dabei, die letzten Gewifehle, also die sogenannten Mikrofehle, herzustellen. Wir haben ja unter der Bodenplatte eine Dichtsohle. Damit die nicht aufschwimmt, also eine Auftriebssicherheit haben, müssen wir sie rückverankern. Der zweite Turm am Alexanderplatz soll aus dem bestehenden Kaufhaus herauswachsen. Investor ist der Besitzer des Kaufhofs, die österreichische Signa-Gruppe. Dafür wird eine Ecke des Gebäudes an der Karl-Liebknecht-Straße herausgetrennt, bei laufendem Geschäftsbetrieb. Der Architekt Götz Kern vom Büro Kleihus und Kleihus hat den Turm mitgeplant. Doch vor dem Neubau kommt der Abriss. Das ist ja genau das Spannende an dem Gebäude. Wir müssen von dem Bestand ein Feld von ca. 24 x 24 Metern rausschneiden. In die Ecke kommt dann das Hochhaus rein. Wo in über 5 Stockwerken des ehemaligen Zentrum-Warenhauses bis vor kurzem noch verkauft wurde, ist nun eine Ecke des Gebäudes für den Abriss vorbereitet.
was Sie da hinten sehen, das ist die Baustellenbegrenzungswand. Und dahinter befindet sich jetzt das Warenhaus im laufenden Betrieb. Ja, also wenn ich hier lang laufe, wäre ich noch im Warenhaus. Wenn ich an der Stelle in Zukunft laufen würde, würde ich in unsere neue Baugrube fallen. Götz Kern hat das Gebäude schon einmal mit Jan Kleihus vor Jahren umfassend modernisiert. Jetzt will er den neuen Büroturm zügig fertigstellen. Also der Plan ist, dass der Abriss bis Ende des Jahres erfolgt ist, dass dann die Gründung schon im Gebäude eingebracht wird in die Sohlplatte und dass der Rohbau Ende dieses Jahres, vielleicht Anfang nächsten Jahres beginnen kann. Und man wünscht sich natürlich, dass es alles schnell geht. Wir hoffen, dass es in 3 Jahren dann durch ist, das Gebäude. Gebremst wird das Vorhaben wegen des laufenden Warenhausbetriebes. Die Abrissbirne ist hier fehl am Platz. Doch ganz ohne Beeinträchtigungen geht es nicht. Man kann nicht so ohne weiteres diese Mengen an Beton zersägen und abbrechen, ohne dass es auch eine Geräuschentwicklung auf der anderen Seite gibt. Aber es wird natürlich alles getan, um das erträglich zu machen. Im Kaufhaus sollen die Kunden so wenig wie möglich vom Baulärm mitbekommen. Längst ist die Baustelle hinter neuen Wänden verschwunden. Ohne die Geräusche würde kaum einer ahnen, dass unmittelbar nebenan der Abriss läuft. Das ist genau unsere Baustellenwand, die wir von der anderen Seite gesehen haben. Direkt Verkauf, in dem Bereich Hochhaus. Aber es ist tatsächlich so, wenn man es nicht weiß, dann würde man denken, das muss so ausschauen. Hochhaus Nummer 3 entsteht auf der anderen Seite des Platzes, direkt neben dem Einkaufscenter Alexa. Investor ist die Unternehmensgruppe Monarich mit Sitz in Moskau. Seit Februar 2022 ist das ein Problem für den geplanten Wohnturm. Durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und den auch damit einhergehenden Bauverzögerungen gerät das Projekt in Verruf. Senatsbaudirektorin Petra Kahlfeld will sich im Sommer einen Überblick über den Baufortschritt verschaffen und besucht die Baustelle. Sie, Frau Strahler. Grüße Sie. Guten Frau Kahlfeld. Tag. Herzlichen Dank für die Baustellenführung heute. Gerne. Der Kollege Matzker. Aber es wird ja richtig viel gebaut hier. Zuvor herrschte hier Stillstand. Bereits im Frühsommer wurden die Arbeiten an den Kellergeschossen für mehrere Wochen unterbrochen. Lieferschwierigkeiten beim Baustahl, so die offizielle Begründung. Also wir haben einen kurzen Stopp gehabt, das hat die Bevölkerung mitbekommen, das ist richtig. Aber mittlerweile sieht man ja auch, wir arbeiten wieder. Dass es weitergeht, das sieht man allerdings, ja. Man weiß, dass die Ukraine einer der größten Stahllieferanten auf dem Markt ist. Und wenn es kriegsbedingt dort zu Stockungen kommt, dann muss man das in Rechnung, dann muss man dem Rechnung tragen, das ist ganz klar. Die Lieferengpässe sind behoben. Es kann weitergebaut werden. Doch das Image des Projektes bleibt angeschlagen. Es steht weiter unter Beobachtung der Politik. Manche fordern sogar einen Baustopp, um Zeichen zu setzen gegen den russischen Angriffskrieg. Das ist die geopolitische Lage, die wir leider nicht beeinflussen können. Und unser Investor ist ja nicht wirklich ein Russe. Er hat nur seine Geschäfte auch in Moskau. Das erschwert natürlich die Lage. Aber Sie sehen, es funktioniert trotzdem noch alles. Und wir können weiterarbeiten. Und wir hoffen, dass es auch so bleibt. Noch hofft die Baufirma, dass der geplante Zeitrahmen für das Hochhaus eingehalten werden kann. Auch im Senat ist man im Sommer 2022 zuversichtlich. Wir haben eigentlich gemeinsam auch entschieden, dass Bauzeitverzögerungen sich ergeben, für die der Auftraggeber ja gar nichts kann, in Anbetracht der Weltlage, die wir haben. Dass hier, solange das in einem verträglichen Zeitraum ein Jahr, anderthalb Jahre ist, dass wir da sehr gelassen zugucken. Ja, im September ist es so, dass die Decke betoniert wird, Decke über minus 1 und dann geht es ab Oktober geht's schon wieder nach oben weiter. Also es geht einem Zug. Die Bauarbeiten beim Investor Monarch sind inzwischen am weitesten fortgeschritten. Im Rohbau stehen die Kellergeschosse bereits kurz vor der Fertigstellung.
Das vierte Hochhaus am Alexanderplatz will der amerikanische Investor Heinz bauen. Der Büroturm soll direkt neben einem Elektronikkaufhaus entstehen. Doch der Bauplatz ist seit vielen Jahren verwaist. Jüngstes Problem der Projektentwickler: Der Senat wollte im Jahr zuvor, dass der Turm nicht wie geplant 150 Meter, sondern nur noch 130 Meter hoch wird. Noch immer wird verhandelt. Wir sind die ganze Zeit immer davon ausgegangen, dass 150 Meter das der bessere Entwurf ist, weil es ganz einfach in den Proportionen, im Längenverhältnis einfach besser aussieht. Und langfristig möchten wir ein Gebäude dort mitbegleitet haben, mitstehen und auf das wir stolz sein können, das auch sehr gut in die Stadt passt und das auch mit der Stadt korrespondiert, aber es auch mitprägt. Und dafür sind 150 Meter die bessere Wahl. Dafür stehen drei überarbeitete Entwürfe zur Auswahl. Alle aus renommierten Architekturbüros aus Berlin und den USA. Wer das Rennen macht, ist noch offen. Wir würden uns gerne auf einen festlegen und loslegen. Nur, wenn ich eins gelernt habe bei diesem Projekt, wie gesagt, 14 Jahre begleite ich das, dass wir nicht wissen, wann wir bauen dürfen. Dass am Alexanderplatz neue Hochhäuser in den Himmel wachsen sollen, gefällt nicht jedem. Vor allem manche Anwohner tun sich schwer damit. Eine von ihnen ist Claudia Nier. Sie ist hier groß geworden und hat die wechselvolle Geschichte des Alex hautnah erlebt. Noch heute schwärmt sie vom früheren Bild des Platzes. Es war eine schöne Atmosphäre, aber es hat sich inzwischen ja sehr viel verändert hier am Alexanderplatz. Also, ich meine, damals war große Mode, einen Platz zu gestalten mit Häusern, Haus des Reisens, Haus des Lehrers, Haus der Elektroindustrie, Hotel, Rathaus, Warenhaus. Das war so eine Ausstellung. Man wollte sich zeigen, wie gut man war. Ja? Und inzwischen sind sie ja richtig dabei, den Platz zu ruinieren, das muss ich mal so sagen. Und das freut mich natürlich nicht. Die Gestalt geht verloren. Ja? Das Besondere des Ortes ist einfach verschwunden. Es ist jetzt einfach ein Platz wie jeder andere, so wird er jedenfalls behandelt. Und dann behandeln die Menschen ihn auch so. Ja? Das Gesicht des Alexanderplatzes wird sich mit den Hochhäusern gravierend verändern. Doch nicht überall lassen sich die Türme hier auch bauen. Die Architektin weiß von den Tücken im Untergrund. Es gab ja diese Stelle, wo jetzt Heinz bauen will, an die die DDR sich nicht rangetraut hat, weil die U-Bahn-Linien übereinander liegen. Das ist bautechnisch für Berliner Bauverhältnisse extrem schwierig. Und deswegen haben sie dort nichts gebaut, sondern einfach nur eine Bank lang gezogen. Die hieß dann die längste Bank Europas. Aber es ist ganz lustig, da saßen auch immer Leute drauf. Ja? Weil diese Stelle, also die jetzt noch frei ist, zu dem schwierigsten Baugrund gehört, was Berlin überhaupt zu bieten hat. Um an dieser Stelle bauen zu können, musste die Firma Heinz jahrelang mit Fachleuten der BVG verhandeln und sich vertraglich verpflichten, zwei U-Bahn-Tunnel zu ertüchtigen. Denn das Hochhaus soll auf einer Fundamentplatte aus den 1930er Jahren gebaut werden, in der die Röhren der U-Bahn-Linie 5 verlaufen. Ortstermin für die Manager von Heinz mit dem Chef des Vereins Berliner Unterwelten. Im U-Bahnhof Alexanderplatz lassen sich die Investorenvertreter den schwierigen Baugrund zeigen. Gleich neben dem Tunnel der U-Bahn-Linie 5, direkt auf der Fundamentplatte, liegen alte Bunkeranlagen aus Weltkriegs- und DDR-Zeit. Zugänglich nur über längst geschlossene Verbindungsgänge. Ja, das, was man hier noch sieht, das ist alles noch Original-DDR-Kachelung. Genau durch diese Bunker sollen einmal die Grundmauern des Hochhauses verlaufen.
Wir haben also hier in mehrere Etagen, haben wir hier im Bunker genau so eine gestrichelte weiße Linie. Ja. Die zeigt sozusagen auch die Gebäudekante. Das heißt also, man also weiß unsere Gebäudekante. Ihre später. Gebäudekante später. Das heißt also, da wo wir jetzt hier stehen, hier wäre der Neubau, das Hochhaus. Mhm. Das würde in jedem Fall beseitigt werden, wegkommen. Und hier wäre theoretisch dahinter der Hohlraum hier noch vorhanden. Wo stehen wir jetzt hier, ne? Wir stehen hier an der Kante, genau. Und man also sieht es hier vorne jetzt genau, die Kante, die hier vorne runterläuft, die Markierung. So, und bei den Rampen bitte ein bisschen aufpassen, die sind leicht rutschig. Längst ist die Lage des Hochhauses hier unten vermessen worden. Die Bunkeranlage diente nach der Wende als Filmkulisse und Bühne für Kunstaktionen. Der Verein Berliner Unterwelten veranstaltete hier Führungen. Der Hauptteil des Bunkers wurde von den Nazis gebaut, weil das geplante Haus, für das die Fundamentplatte angelegt war, damals nicht finanziert werden konnte. Jetzt wird der größte Teil des Gemäuers neben den U-Bahn-Röhren dem Hochhaus weichen. Wir reißen nicht den gesamten Bunker ab, sondern wir schneiden eigentlich in den Bunker oder in die drei Bunkerebenen, oder vier sind es glaube ich sogar, ein großes Loch und stanzen das aus, um dort darin dann das Hochhaus zu bauen. Und die anderen Reste vom Bunker, die bleiben bestehen bzw. werden verfüllt. Noch hält hier unten alles dicht. Der Bunker ist trocken. Und die Betonplatte wird das Hochhaus tragen, heißt es. Doch die Tunnel der U-Bahn-Linie 5 und ein Tunnel, der damals als Vorratsbau angelegt wurde, verlaufen durch den Betonblock. Damit die Röhren an den Austrittsstellen nicht undicht werden, wird die Firma Heinz sie von innen verstärken. Wir haben neben dem Gürtel jetzt auch noch die Hosenträger und den Gummizug angezogen, sodass man tatsächlich sagen kann, wir sind uns sicher, dass wenn der Turm draufkommt, da hier keine Schäden entstehen und nicht das U-Bahn-Netz vollläuft mit Wasser. Und das hinzubekommen, ist schon technisch eine Herausforderung. Geschichtsspuren im Untergrund, herausfordernde Hürden für den Neubau. Auch südlich des Alexanderplatzes geht es zunächst um die Berliner Geschichte. Zwischen Rotem Rathaus und Stadthaus plant der Senat ein neues Quartier. Wo einst die Berliner Innenstadt lag, soll der alte Stadtgrundriss wiederhergestellt werden. Doch das geht erst, wenn die Archäologen den Boden nach den Spuren der Stadtgeschichte untersucht haben. Michael Maliaris gräbt sich mit seinem Team seit Jahren schon in die tiefsten Schichten längst vergangener Jahrhunderte. Ist ein bisschen matschig, ja. Ups, vorsichtig, hier müssen wir aufpassen. Aber hier sind wir jetzt ganz tief im Mittelalter. Das ist die Westseite der französischen Kirche, die 1726 geweiht worden ist. Also ein barockes Mauerwerk aus schönem Rüdersdorfer Kalkstein. Im späteren Viertel sollen die Geschichtsspuren teilweise erlebbar bleiben. Auch diese Robinie, Zeugin des ehemaligen großen Jüdenhofes, eine Altstadtidylle im einstigen Zentrum. Also das Bild zeigt den großen Jüdenhof im Jahre 1946, also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Und man sieht hier sehr schön eben die damals junge Robinie. Und mein Vorschlag wäre es, den Asphalt wegzunehmen und das Pflaster und den Baum, so wie er dasteht, sichtbar zu machen und als archäologisches Fenster zu erhalten. Zu DDR-Zeiten wurden hier die zumeist kriegsbeschädigten Häuser der alten Berliner Innenstadt abgerissen und eine breite Verkehrsader für eine autogerechte Stadt angelegt. Doch genau hier am Molkenmarkt befindet sich der Ursprung Berlins. Für den Landeskonservator Christoph Rauhut ein ideales Viertel, um Geschichte und Zukunft zu verbinden. Was hier entsteht, ist ja die Stadt des 21. Jahrhunderts. Die ist einerseits modern. Wir müssen hier Themen wie Klimaschutz, Verkehr, also Mobilität, Wohnen, Durchmischung wieder zurückgewinnen oder auch neu definieren, aber wir machen das an einem historischen Ort. Das heißt, wir greifen die historischen Strukturen auf, aber wir entwickeln die weiter.
Gleich daneben am Alexanderplatz macht indes die Hochhausbaustelle der Firma Signa Fortschritte. Eine Spezialbaufirma konnte bereits im Frühsommer mehrere Etagen der Warenhausecke abtragen. Bianca Prohl leitet das Bauprojekt. Der Abriss im laufenden Warenhausbetrieb ist anspruchsvoll. Das läuft ganz gut. Wir kommen runter. Das sieht man ganz schön. Wir sind jetzt hier, wir stehen jetzt auf dem Boden vom vierten Obergeschoss. Das ist jetzt auch schon zur Hälfte weg. Wir brauchen schon ein bisschen stärkeres Gerät hier. Aber unterm Strich ist es nichts anderes, als dass ich ein Stückweise die Torte wegschneide. Das, ich mansch da nicht einmal rein, sondern wir schneiden sie halt stückweise weg. Mit diamantbesetzten Bandsägen schneiden die Bauleute die dicken Betonwände Stück für Stück auseinander. Der Beton wird später geschreddert und vor allem im Straßenbau wiederverwendet. Während der Abriss auf der Zielgeraden ist, bereitet Bianca Prohl im Keller bereits die Gründung des Hochhauses vor. Dankeschön. Danke. Da hat sich viel getan. Zusammen mit der Bauingenieurin Alena Krausch wird die Projektleiterin das Hochhaus auf ein solides Fundament stellen. Bis jetzt hatte das Gebäude ja 5 Stockwerke gehabt. Und um die 9 Lasten, die ja aus dem Hochhaus kommen, abfangen zu können, muss dementsprechend noch mal eine zusätzliche Gründung, eine Pfahlgründung hergestellt werden, wo dann sozusagen obendrauf dann noch die neue Bodenplatte kommt, um dann die gesamten Lasten vom Hochhaus mit aufnehmen zu können. Frau Prohl, nach Ihnen. Vielen Dank. Um die Gründungspfähle sicher in den Untergrund zu bekommen, benötigt jeder Arbeitsschritt eine detaillierte Planung. 10 Meter weiter oben wird das Bohrgerät später stehen und wird von dort oben über ein Rohr, was im Prinzip die Führung vorgibt, was dann genau hier platziert wird später, wird das Bohrgerät die Bodenplatte wirklich durchbohren wie mit dem Bohrer zu Hause. So wird der Keller des Warenhauses an dieser Stelle zur Baugrube des neuen Hochhausturms. In der Galeria geht indes der Betrieb ungestört weiter. Claudia Nier schätzt den Ausblick vom Café in der obersten Etage. Hier schwelgt sie gern in Erinnerungen. Rückblick auf ein Leben am Alexanderplatz. Also, das ist schon während der Berufsschulzeit. Da bin ich mit meinen Mitschülerinnen auf dem Alex in einem freiwilligen Arbeitseinsatz. Das hieß damals Subotnik, vom Wort Subotta abgeleitet. Wochenende, Ehrenamt. Und hier bin ich noch 10 Jahre, 14 Jahre, 17 Jahre, alles in der Alexanderstraße, weil wir dort gewohnt haben. Mit Pioniertuch. Ja, aber das ist ein ganz schöner Zeitsprung. Da bin ich jetzt 20 Jahre alt und heirate am Alexanderplatz im Berolinerhaus. Das war 1974. Ich habe angefangen zu studieren und mein Göttergatte damals musste zur Armee und vorher haben wir noch mal geheiratet. Und hier habe ich gewohnt. Also alles spielte sich am Alex ab. Ja. Und mir hat es da gefallen. Was soll der Alex eigentlich mal sein? Ja? Eine Ansammlung von Hochhäusern? Jetzt, wie gesagt, werden Hochhäuser entstehen, zu denen ich wahrscheinlich gar keine Beziehung haben werde. Ja? Ich brauche die nicht. Am Molkenmarkt sind die Archäologen fündig geworden. Mitte des Jahres präsentieren sie dem Landeskonservator Christoph Rauhut die ausgegrabenen Schätze, die die Geschichte der frühen Berliner bis weit ins Mittelalter erzählen. Ja,
Die haben alle geköpft. Also die sind geköpft, aber die Köpfe passen ran. Der Goldring, der ja auch hier geborgen werden konnte. Den ich bisher nur auf Fotos sehen ja, durfte. Ja, aber da kann Ihnen meine Kollegin etwas nähere Auskunft geben. Der Stein ist ein roter Granat. Wir verorten den Ring momentan so, dass der im 13., 14. Jahrhundert angefertigt wurde. Wie beim Juwelier. Ja. Die Auswahl der Funde aus den entsprechenden Fundkomplexen lässt doch die Deutung zu, dass wir es hier punktuell auch mit einer wohlhabenden Klientel zu tun hatten. Die Archäologen sind zufrieden. Ob frühes Glas, Würfel aus Knochen oder Kunsthandwerk, all das soll später auch hier an Ort und Stelle zu sehen sein. Unsere Idee ist, dass es eine Reihe von archäologischen Fenstern gibt. Die werden klein und groß sein. Und die werden sich in dem gesamten Quartier Wolkenmarkt befinden. Das ist ja nicht nur ein Ort, der hier wieder aufgebaut wird, sondern das sind drei Blöcke und ein ganzes wirkliches Quartier, was entsteht. Und das zu entwickeln, ist jetzt die Aufgabe. Am Warenhaus ist Mitte des Jahres die Ecke für das künftige Hochhaus herausgeschnitten. Die letzten Betonteile werden abtransportiert. Nach rechts schwenken. Nun müssen im Keller die Zwischengeschosse abgebrochen werden. Schließlich sollen im Untergeschoss die Gründungspfähle für den Neubau in den Boden. Höchste Sorgfalt ist auch hier angebracht. Gearbeitet wird mit schwerem Gerät. Der obere Bereich wurde zersägt und sukzessive runtergehoben, weil die Vibrationsempfindlichkeit im oberen Bereich einfach deutlich höher ist als hier unten im Keller. Im Keller machen wir es konventionell. Erstmal geht es schneller und zweitens, wenn der Anspruch nicht da ist, dann kann man es ja auch konventionell machen. In nur wenigen Wochen wird der ausgeräumte Keller als neue Baugrube zur Verfügung stehen. Die Ingenieure behalten beim Abriss die Statik fest im Blick. Also wir reißen den gesamten Bestand außer die Bodenplatte hier unten komplett raus. Hier drüben haben wir noch, weil diese Wand, die Außenwand ausgesteift werden muss, weil sonst der Erddruck zu groß ist, haben wir mit diesem Stahlbau ausgesteift, sodass diese Wand komplett über die gesamte Länge nicht sozusagen in die Baugrube hineinfallen kann. Am Rand des Alexanderplatzes nimmt die Entwicklung im Haus der Statistik Fahrt auf. Das Gebäude aus der DDR-Zeit soll für das Finanzamt ausgebaut werden. Daneben wird ein Neubau für das Rathaus Mitte entstehen. Außerdem sind Häuser mit bezahlbaren Wohnungen geplant. Ein alternatives Projekt von Künstlern muss dafür Mitte des Jahres aus den ehemaligen Ladengeschäften ausziehen. Um das Projekt nicht zu gefährden, nutzen die Akteure nun Übergangsbauten vor dem Haus. Wir wollen diese Pionierfläche Otto jetzt feierlich eröffnen. Auf die Plätze, fertig! Los! Eine Gruppe von Künstlern und Architekten konnte das Haus 2015 durch eine List übernehmen. Ihre Aktion, mit der sie damals vor dem Haus auf die zunehmende Raumnot von kreativen und sozialen Projekten in Mitte aufmerksam machen wollten, hat funktioniert. Diese Pioniere haben schließlich auch für die Übergangsbauten gesorgt. Also wir haben diese tolle experimentelle Architektur gebaut, die zirkulär entstanden ist, die weiter genutzt werden kann, auch nach den 3 Jahren. Und die, glaube ich, auch jetzt wirklich toll angeeignet werden kann von allen Pionieren. Und ich bin mal gespannt, wie die nächsten 3 Jahre dann tatsächlich in der Praxis funktionieren werden. Ein Platz für Kunstaktionen in Zelten und Containern. Unmittelbar neben der Großbaustelle. Gleich gegenüber hat der französische Investor Covivio inzwischen schweres Gerät aufgefahren.
Die Bagger graben sich immer tiefer in den Untergrund. Tausende Kubikmeter Sand schaufeln sie aus der Baugrube. Die Projektleiter Philipp Körner und Ayhan Açıkalın wissen, dass es mit jedem Meter, den sie tiefer kommen, auch riskanter wird. Denn hinter ihren Baugrubenwänden liegen die zum Teil über 100 Jahre alten U-Bahn-Tunnel des Bahnhofs Alexanderplatz. Wir sind ungefähr, wenn wir jetzt nochmal nach hinten schauen, auf Bodenniveau U5-Tunnel. Das ist ja auch das Bauwerk, was am tiefsten hier gegründet wurde. Auf der Seite haben wir den U-Bahn-Tunnel U2. Der liegt ungefähr 10 Meter höher von diesem Punkt aus. Wir haben tatsächlich Schalungsmaterial noch gefunden von dem U-Bahn-Bau. Also da sind wirklich noch, teilweise waren da noch Gründungsstahlträger mit drin, Schalungsmaterial, also Holz. Das haben wir alles im Rahmen des Aushubes schon entsorgt. Auch durch die Nähe des U-Bahnhofs dürfen bei der statischen Sicherung der Baugrube keine Fehler passieren. Bei einer Tiefe von bis zu 18 Metern ist der äußere Erddruck auf die Wände groß. Die seitlichen Verbauwände, die müssen gehalten werden. Und entweder man verankert die in der hinterliegenden Erdreich mit so Verbauankern, was aber hier in der Gegend so ein bisschen schwierig ist, weil wir ja auf der einen Seite eine U-Bahn haben, auf der anderen Seite eine U-Bahn haben und eine Tiefgarage haben. Das heißt, eben die Sicherung erfolgt eben über diese ganzen Stahlrohre und über die Stahlgurtungen. Das sind knappe 1000 Tonnen Stahl, die wir da eingebaut haben. Und die ermöglichen uns es, den Aushub eben bis zur Endtiefe durchzuführen. Die Stabilisierung der Baugrubenwände soll auch Setzungen im Boden und damit Schäden an benachbarten Bauwerken, wie etwa den U-Bahn-Tunneln, verhindern. Soweit der Plan. Eine große Herausforderung für die Ingenieure. Auf der Baustelle von Monarch ist man längst weiter. Der Kellerbau ist abgeschlossen, das Straßenniveau erreicht. Jetzt könnte das Hochhaus entstehen. Der Berliner Vertreter der in die Schlagzeilen geratenen Investoren aus Moskau, Detlef Stöcker, besucht die Baustelle. Wir haben da schon alles vorbereitet, dass dann nachher weiter gebaut werden kann. Absturzsicherungen und so weiter sind schon vorgesehen. Nicht nur der Krieg in der Ukraine, auch Bauverzögerungen bremsen das Projekt immer wieder aus. Das Projekt selber ist seit 2013 bei der Monarch und wurde dann entwickelt. Und zwar war es erst vorgesehen als Gewerbegebäude. Und da hat man das umgestellt. Daraus ist auch viel Verzögerung entstanden und hat dann auf Wohnen umgestellt. Und dadurch hat sich der ganze Prozess sehr lange hingezogen. Bislang sind 4 Untergeschosse im Rohbau fertiggestellt. Hier machen wir gerade noch sauber. Hier unten wird die komplette Gebäudetechnik eingebaut, von den Klimageräten bis zur Sprinkleranlage. Außerdem soll noch ein Zugang zur Tiefgarage des Einkaufszentrums Alexa geschaffen werden. Diese Aufzugsvorräume, die spiegeln sich bis nach oben. Ja, klar. Auch von der Ausstattung dann in Folge. Und hier werden dann zukünftig dann über Trennwände die Mieterabstellräume errichtet. Die letzten 3 Monate waren herausfordernd. Für normal möchte man ja als Baumensch nur bauen. Aufgrund dieser geopolitischen Situation ist man dann immer wieder konfrontiert mit Dingen, die eigentlich den Bauablauf stören. Doch Detlef Stöcker ist optimistisch. Aber zum weiteren Bauverlauf will er sich nicht festlegen, schon wegen des Krieges in der Ukraine. Man muss natürlich auch sagen, Monarch baut sehr viel in Russland. Ja? Das ist einfach so. Keiner steht auf der Liste, wir prüfen die Sanktionslisten ständig, keiner steht irgendwie da drauf, das ist also alles sauber. Aber das hilft ihnen ja nichts. In der jetzigen politischen Situation ist ja auch aus Russland zu kommen alleine schon ein schwieriger Tatbestand. Das ist ein Klima, in dem wir im Augenblick sind, was schwierig ist. Am Molkenmarkt geht es inzwischen um die Lage der archäologischen Fenster.
Stadtbaudirektorin Petra Kahlfeld informiert sich im Januar über mögliche Standorte. Hier, das ist ja wunderbar. Also eines meiner Lieblings, das muss ich schon auch sagen, archäologische Funde, war zum einen der Graben hier aus dem 13. Jahrhundert mit den archäologischen Funden, Feldsteinkeller 15. Jahrhundert, Jüdenhof. Petra Kahlfeld liegt der Stadtumbau an dieser Stelle besonders am Herzen. Aus diesem Verkehrsunort einen lebenswerten Stadtraum zu machen, das ist die Königsaufgabe an dieser Stelle für die Berliner Stadtentwicklung. Zwei städtebauliche Entwürfe wurden ausgewählt. Beide Architekturbüros bleiben im Rennen, doch die Umsetzung kann dauern. Also der Taktgeber für den Hochbau ist der Tiefbau und vor allen Dingen die archäologischen Grabungen und die Dokumentation auch der Archäologie. Noch lange werden die Archäologen an diesem geschichtsträchtigen Ort graben. Hier im Kern von Alt-Berlin pulsierte das Leben schon vor vielen hundert Jahren. Auf dem ehemaligen Jüdenhof wurde erst kürzlich ein Straßenpflaster aus den 1930er Jahren freigelegt. Wir sind jetzt in dem Bereich, hier war man noch nie dran. Das ist jetzt das erste Mal, dass man das geöffnet hat. Und das sieht aus, als ob es gerade frisch verlegt ist. Aber wirklich, einwandfreier Zustand. Einwandfrei. Ja, man sieht, das ist gar nicht so viel tiefer. Nee. Schön, das ist ungefähr genau der Blickwinkel. Der Jüdenhof ist ja auch so ein fast so ein magischer Ort hier von Berlin gewesen, durch seine kleinteilige Bebauung, der so wirklich dieses städtische Leben Alt-Berlins noch in sich trug. Im neuen Stadtquartier sollen künftig das Pflaster und die alte Robinie an die Geschichte des Ortes erinnern. Auf der Baustelle des französischen Investors Covivio werden Anfang Oktober die Arbeiten unterbrochen. Der Grund? Im danebenliegenden U-Bahnhof der Linie U2 schlagen Messinstrumente Alarm. Eines der Gleise ist um mehrere Zentimeter abgesackt. Es wird gesperrt, um weitere Schäden zu verhindern. Die BVG richtet einen Pendelverkehr ein. Die Fahrgäste der U2 müssen nun mehr Zeit einplanen. Ich muss in der Woche zu meiner Familie fahren, die wohnt in Pankow. Und jetzt brauche ich ungefähr eine Stunde, wo ich früher eine halbe Stunde gebraucht habe. Ja, ist unmöglich. Also ich finde, es ist einfach unerhört. Vor allen Dingen, weil sie nicht mal wissen, wie lange das dauern soll. Der Anfang des 20. Jahrhunderts gebaute Bahnhof wird mit zusätzlichen Stahlträgern abgesichert. Alle Risse in den Mauern werden noch strenger überwacht. Der Bahnhof Alexanderplatz ist nicht nur der größte Bahnhof im Berliner Untergrund, sondern auch das wichtigste U-Bahn-Kreuz der Stadt. Und dann haben wir auch noch die U8, also ein sehr kompliziertes Gefüge. Hier liegen mehrere Linien übereinander, die U2, die 5 und die 8 ist in der Nähe. Das ist also ein ziemlich, also ein technisches Wunderwerk, muss man sagen, was sie damals hingelegt haben. Und da einzugreifen ist eben kreuzgefährlich, da muss man sich vorher Gedanken machen. Etliche Spezialisten arbeiten an einer Lösung des Problems. Die Berliner Verkehrsbetriebe, der Investor Covivio und die zuständigen Behörden sind seit Monaten damit beschäftigt, die U-Bahn und die Baustelle so schnell wie möglich wieder in Gang zu bringen. Denn hier läuft aus Sicherheitsgründen erstmal nichts mehr. Dabei war Ayhan Atschikalin schon weit gekommen, bis ihm das Absenken des U-Bahn-Tunnels dazwischen kam. Grundsätzlich befinden wir uns an dieser Stelle schon auf Endniveau. Die Sauberkeitsschicht ist erbracht worden. Die Spezialtiefbauarbeiten sind eigentlich abgeschlossen. Es gibt jetzt nur noch Erdbauarbeiten, die zu bewerkstelligen sind. Und dann wäre eigentlich der Tiefbau in Gänze abgeschlossen.
wäre da nicht das ungelöste U-Bahn-Problem. Nach Angaben der Verkehrsverwaltung bleibt ein Gleis der U2 bis auf Weiteres gesperrt. Auf der Baustelle am Warenhaus Galeria laufen die Arbeiten zum Jahresende auf Hochtouren. Hier in direkter Nähe zu zwei U-Bahn-Linien werden inzwischen die Gründungspfähle in den Boden gebracht. Projektleiterin Bianca Prohl ist voll im Zeitplan. Wir haben November 2022. Wir stehen heute auf dem verfüllten Kellerkasten, in dem wir uns das letzte Mal, glaube ich, noch getroffen haben und unten im alten Keller spazieren waren. Das ist heute alles verfüllt. Riesige Maschinen bohren sich erst durch die mit Sand verfüllten Keller und anschließend durch die Bodenplatte des Warenhauses. Um zügig voranzukommen, arbeitet Bianca Prohl gleich mit zwei Superbohrern. Das ist ein Großbohrgerät, eines der größten, die es so gibt. Und wir haben zwei Maschinen hier, eine LB44 und eine LB55. Also, da kommt ein Bohraufsatz drauf mit einem Bohreimer, arbeitet sich durch. Jedes Mal, wenn der Eimer hoch ist, voll ist, kommt es hoch. Das ganze Gerät, der wird einmal leer gemacht und dann geht er wieder runter und arbeitet sich Stück für Stück durch den Boden. Und man freut sich immer, wenn man so ein großes Bohrgerät auf der Baustelle haben kann. 41 Bohrpfähle, rund 30 Meter lang, werden in einem Raster unter die Bodenplatte gebracht. Auf ihnen wird später das Hochhaus stehen. Trotz des Einsatzes der riesigen Maschinen geht die Projektleiterin davon aus, dass benachbarte Bauten wie die U-Bahn-Tunnel keinen Schaden nehmen. Also Erschütterungen gibt es mit unseren Baumaßnahmen tatsächlich fast keine. Wir bauen sehr erschütterungsarm. Die U2 ist sehr weit weg und die U8 verläuft neben unserem Baufeld. Also wir haben schon einen gewissen Abstand, haben das sehr genau alles berechnet und halten regelmäßig unser Baustellencontrolling. Von daher sind wir alle erstmal entspannt. Wir haben alles gut im Blick und machen alles, was ingenieurstechnisch möglich ist. Zum Ende des Jahres lässt Maria Stadler auf der Monarchbaustelle gestern mal die Arbeiten ruhen. Winterpause heißt es. Im März 2023 soll es weitergehen. Der Vertreter des Bauherren gibt sich optimistisch. Weil die Bauruine will keiner. Die will weder das Land Berlin noch wir. Im Haus der Statistik will der Chef der Berliner Immobilienmanagement GmbH, Sven Lemmis, 2023 durchstarten. Wir gucken im Moment, wenn nicht entspannt, aber doch positiv auf den ganzen Bau. Der französische Investor Covivio präsentiert Anfang Februar 2023 sein Rettungskonzept für den beschädigten Bahnhof der U-Bahn-Linie 2. Wir werden durch die Grube einen Hebungskörper installieren, um die U2 wieder in die betriebssichere Lage zu bringen. Ich bin optimistisch, dass die U-Bahn im Ende August nach den Sommerferien wieder fährt. Wir setzen da jetzt alles ran. Das hat die höchste Priorität für uns, damit wir auch mit der Baustelle natürlich wieder weitermachen können und die Berlinerinnen und Berliner wieder fahren können. Die Zukunft wird zeigen, ob der Alexanderplatz auch für die Anwohner zu einem schöneren Ort werden kann. Claudia Nier zumindest gewöhnt sich langsam an den Gedanken, künftig mit neuen Hochhäusern vor ihrer Haustür zu leben. Und jetzt hoffe ich doch mal, dass wenn die fertig sind mit ihren Hochhäusern, dass man den Alex dann auch als positiven Ort wieder wahrnehmen kann. Dafür will der Senat jetzt alle Bauvorhaben prüfen, um weitere Schäden im Untergrund zu verhindern.